Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa, Ausgabe Nummer 16. Mit Onkel und Christian und begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ja, wir fahren heute zum vorerst letzten Mal auf der Hockenheim-Strecke mit DTM-Fahrzeugen. Es gibt natürlich noch deutlich mehr DTM-Fahrzeuge. Ich habe dann hier auch erstmal die Faxen dicke, um ehrlich zu sein. Ich habe noch ein paar Spaßprojekte, mit denen ich euch noch zeigen möchte. Und die werden wir auch definitiv durchziehen. Ja, wir sind nochmal in einem Opel Astra. Das vorletzte Video, was ich da gemacht habe, mit dem ersten Astra, das hat mich wirklich ganz schön mitgenommen. Hat mich wirklich ganz schön mitgenommen. Habe ich aber mit dem letzten Opel Astra Mod dann doch schon wieder sehr versöhnt. Der lag heute stabil auf der Straße. Und das war, glaube ich, die 2001 Version. Jetzt fahren wir hier die 2003 Version des Opel Astra DTM. Eine kurze Testfahrt hat ergeben, dass der sich in etwa gleich fährt. Ne? Bremsen sind, glaube ich, genauso schwach. Durfte also kein großer Unterschied sein. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch einmal die Strecke abschließen mit dem Opel Astra 1 am Ende und dann, wie gesagt, kommen ein paar Spaßprojekte und dann geht, denke mal, langsam mein Gran Turismo Special los. Ja, ich würde sagen, deswegen Feuer frei, Marianne. Feuer frei, Tante Marianne. Was ist denn hier schon wieder los? Was soll das denn schon wieder? Was machst du denn da? Tante Marianne forever. So, wir lassen die erstmal wieder ein bisschen vordüsen und ziehen jetzt wieder den Feld von hinten auf. Die Innenausstattung des Wagens ist leider diesmal nicht so besonders gelungen, wie ich finde. Sehr spärlich gehalten. Also, aber ihr könnt trotzdem erstmal so ein bisschen fahren und mal gucken. Ja. Zwar möchte der Wagen hier auch so ein bisschen mit dem Arsch wegziehen, aber hier kriegt es wieder korrigiert und es ist nicht ganz so stark vertreten hier. Aber wie gesagt, die Bremsen sind hier genauso wie beim letzten Video. Also muss er doch schon deutlich früher bremsen. Sonst geht das Ganze richtig schief hier und da jetzt auch schon los. Man sieht, ich habe hier noch keine Möglichkeit jetzt zu überholen. Ah, jetzt. Naja, okay, jetzt fangen wir mit in der Reifen auf den Rasen, dass der Arsch dann da wegziehen will, ist klar, weil ja der Grip fehlt. Der wollte nämlich gerade wieder loslegen. So, vielleicht kann ich jetzt hier eine Position schon mal gut machen. Nein, kann ich nicht. Kollege! Was machst du denn da? Okay, ich versuche jetzt mal hier irgendwie mich durchzumogeln. Leider kann ich jetzt nicht mehr die Kurve so nehmen, wie ich es gerne hätte. Schade. Da hat mich leider einer von hinten berührt. Das hat mitgekriegt. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Okay, wir haben schon mal zwei Positionen gemacht. Zwei Positionen. Jawohl, jetzt schaffen wir. Und auch hier wieder früh genug bremsen. Wenn wir das schon aus der Perspektive fahren. Ich meine, ich finde das Interieur jetzt nicht schlecht. Ne? Also, ich habe ja gerade gesagt, dass das ein bisschen spärlich ist. Es ist ja schon nicht hässlich. Ne? Aber es ist halt nicht so detailreich wie der, wie zum Beispiel vom BMW, den wir in der Ausgabe gefahren haben. Okay, hier muss ich doch schon deutlich mehr kämpfen, um nach vorne zu kommen. Ich muss jetzt auf jeden Fall versuchen, hinten dran zu bleiben. Der Abstand darfst du nicht wieder unnötig vergrößern. Und auch dieser Astra fährt sich Bombe. Ja, nur Bremse gerade, wie gesagt, wieder ein bisschen schwach auf der Brust. Aber das kann man ja eventuell beheben, möglicherweise. Damit er ein bisschen schneller bremst, nicht jetzt zu stark, wie gesagt. So, ich kann noch nicht überholen. Ganz gefährliche Ecke, aber bei der nächsten Gerade sollte ein bisschen was gut machen. Wenn nicht wieder irgendwie zwei Depp auf die Idee kommen, miteinander zu fahren. Weil ich möchte jetzt hier gerne den Windschatten ausnutzen und hier vorbeifahren. Die Gelegenheit ist nämlich jetzt. Jawohl. Und drei Punkte gut gemacht. Sehr schön. Und leider müssen wir wieder anfangen zu bremsen. Auch auf die Gefahr, dass die hinter uns wieder ins Auto uns reinknallen.
Jetzt habe ich das Problem, dass mich wahrscheinlich wieder jeder mitnimmt. Oder auch nicht. Sehr schön. Die Titania hauen. Mich hat keiner von hinten berührt. Sehr schön. Jetzt auf Platz 13. Na bitte, geht doch. Auch hier kann ich erstmal nicht wieder überholen. Da ist wieder mein Bremspunkt. Auch wenn es vielleicht gelohnt hätte. Nein, hätte nicht gelohnt. Ich hätte ihn jetzt leider einen Dreher verpasst. Ja, so kommt Freude auf. Das macht Spaß. Und vorbei. Jawohl, so macht es Spaß. Leute, guck mal, so können wir wieder ein paar Positionen gut machen. Raus aus dem Windschatten. Nochmal eine Position gut gemacht. Vielleicht kriegen wir noch die nächsten. Nee, ich glaube, das wird nichts. Nicht ohne Fahrfehler. Ach, scheiße, ich hab's geahnt. Zu viel Risiko, zu viel Risiko. Aufpassen. Oh, wo sind wir jetzt? Auf Platz Nummer 9. Au, oh, oh, Alter, war das knapp. Scheiße, mein Teamkollege hinter mir. Oder zumindest der war mit der gleichen Lackierung. Alter, Alter, das hätte jetzt beinahe gekracht. Junge, war das knapp. Jetzt habe ich gerade einen Rückspiegel gesehen im linken. Außenspiegel, meine ich. Ah, Kollege, Kollege, Kollege. Nicht, mach das nicht mit Onkel Krischern. Wir sind auf der 9. Position. Er wollte schon wieder tanzen mit mir, der Freund hier. Ah, jetzt ist es aber richtig spannend, oder? Also jetzt habe ich hier... Ah, wird schon wieder nichts. Der fährt mir jetzt wahrscheinlich in mein Auto drin. Ah, Kollege, lass mich durch. Vorbei. Lass mich vorbei, genau. So, Puzzle um AfD. Nur noch 7 Autos vor uns. Und noch 3 Runden Zeit. Das könnte also hoffentlich jetzt mal langsam Richtung Pole Position gehen. So, ah, Scheibenkleister. Es ist nicht ratsam, auf unebenem Boden Gas zu geben, deswegen habe ich den Wagen jetzt auf der Straße zurückrollen lassen. 1, 2, 3, da vorne sind 7, 6, 5 und 4, also Position natürlich. Ich hoffe, dass das noch ausreicht, dass ich hier durchkomme. Aber wunderbar, sehr schön. Acht, 7, 6, 5 fahren da vorne, also vor mir. Rinnen und Windschatten. Welche Seite denn jetzt hier? Sieht so knapp aus, alles. Jawohl. Das sieht gut aus. Oh, wie schön, wie stabil der Wagen auf der Straße liegen kann, ey. Herrlich. Position Nummer 7. Jetzt haben wir Position Nummer 6. Aber ich traue mich nicht zu überholen. Ich nicht an der Stelle hier. Aber vielleicht so. Alter, tja. Hui. Ich wollte schon wieder auf den alten Astra rummeckern, auf den allerersten, den wir getestet haben. Na, jetzt wollte er gerade wieder so ein bisschen rumziehen. Ach, komm schon. Mal gucken, ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, jetzt Erster zu werden. Jetzt sieht nicht danach aus, aber vielleicht schaffe ich es noch in den Top 3. Weil wenn ich mir so die Streckenabschnitte angucke, wo ich überholen kann und in den Tempo weiter so geht. Aber wieder sehr schwungvoll jetzt. Aber es ist möglich, hier trotzdem vielleicht noch Erster zu werden. Mal gucken. Wir sind jetzt Position Nummer 6. Wir haben noch 5 Autos vor uns. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 2 Runden überrundet kriege. Überholt kriege. Nicht überrundet. Aber es sieht gut aus. Davon sind in der nächsten Position. Ich muss aber leider wieder abbremsen. Überholmanöver kriege ich hier noch nicht hin. Aber er bleibt hinten dran, definitiv. Ah, hier blieben. Nein, hier blieben. Ja, der will doch schon beim Arsch ein bisschen weg, aber das kriegen wir jetzt noch korrigiert.
So, und jetzt rinnen Windschatten und hoffentlich. Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Das war schlecht. Jetzt hat auch Christian zu viel gewollt vom Muten. Aber immerhin, wir sind schon mal in der Position weiter nach oben gerutscht. Ach, langsam wird's knapp, ne? Wir haben nur noch 2 Runden vor uns. In dem Tempo weiter überholen, dann werde ich wahrscheinlich wissen, muss man Dritter oder Zweiter, wenn weiter so geht. Was sind ja schon die nächsten Bienen? Vier, drei. Dann haben wir nur 2 Fahrzeuge vor uns. Das könnte also doch noch was werden. Aber nicht so. Das wird wieder nichts. Überholvorgang abbrechen! Zumindest nicht vollziehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, verdammt. Die Stelle hinten mag ich nicht so wirklich, wenn ich versuchen würde zu überholen. Dranbleiben, Krischern. Ja, okay, jetzt ein bisschen gedriftet, sehr schön. Das kann der Opel also auch. So, nur noch 2 Runden. Die BMW wird jetzt auf jeden Fall vor der nächsten Dings kriegen. Vierter. Dritter. Nur noch 2 Wagen vor uns, Freunde. Nur noch 2 Autos vor uns. Alter, das macht doch schon übelst mehr Laune. Nächste Chance zum Überholen auf jeden Fall bei der nächsten Schikane, weil da kann ich ja, wenn keiner im Weg ist, ein bisschen schneller durchfahren. Aber nicht zu schnell. So, aber ich denke mal, dass ich höchstens Zweiter werde. Weil ich glaube, der Erste hat einen zu großen Vorsprung, den sollte ich nicht mehr kriegen. Obwohl, vielleicht ja doch. Also, ich tippe mal, dass ich als Zweiter über Ziel fahren werde. Der Erste hat einfach einen zu großen Vorsprung, da komme ich immer ran. Zumindest nicht, wenn ich nicht schummeln will, und das will ich auch nicht. Hier wurde jetzt sicher abgekürzt. Und ich versuche, ob ich hier aus dem Windschatten noch rechtzeitig rauskomme vor der nächsten Kurve, was ich aber nicht glaube. Nee. Ich könnte zum Beispiel geradeaus weiterfahren, aber das wäre ja auf jeden Fall ziemlich geschummelt und das möchte ich natürlich nicht. Oh, da fahren Fahrt. Ey, da sind ja die BF, ich krieg ja doch noch. Vielleicht habe ich es ja doch noch. Ah, hier zu überholen ist ein ganz schwerer Geschütz hier. Ich muss den jetzt auf jeden Fall hier auf der hoffentlich auf der Zielgeraden kriegen. Eieiei. Opel will tanzen. Nein, 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 nicht doch, nein! Das war's. Ah, scheiße. Mann, bleib ruhig! Okay, ich werde Dritter. Das hätte der Fahrfehler jetzt nicht sein dürfen. Weil wenn der immer auf der Straße ist, du kriegst nicht mal so schnell zurück auf die Straße, das geht nicht. Scheiße. Ah, komm, wir bleiben ehrlich. Oh, wenn jetzt mein innerer Schweinehund natürlich jetzt richtig ordentlich. Ah, verdammt! Die kriegt nicht mehr. Ihn vielleicht noch. Den vor mir kriegt vielleicht noch, aber den ersten nicht mehr. Dafür ist die Strecke nicht zu wenig rund. Gut, aber trotzdem, gut vorgekämpft, das war spannend. Von der ganzen DTM-Reihe war das jetzt hier das Spannendste. Ah, komm, schaffe ich es an dem vorbei.
Ja, ich schaff's. Jetzt darf ich so nicht nochmal überholen. Ah, komm auf die Straße zurück, Auto! Komm! Ich will wenigstens die zweite Position verteidigen. Weil den ersten Krieg wahrscheinlich nicht mehr. Nicht ohne Schummel und den will ich nicht. Auch wenn es, wie gesagt, stark verführend ist. Könnte jetzt hier zum Beispiel geradeaus weiterfahren und den Schwung mitnehmen. Gut, zweiter. Wie ich es vorher gesagt habe. Es wurmt mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, aber diesmal war das nicht unter einem schlechten Stern, wie es im vorletzten Video war. Ich muss sagen, der Kollege hat da vorne noch Hüte dran geliefert, also den kriegt nicht mehr. Ich werde versuchen, noch den Abstand ein bisschen zu verringern. Aber überholen wir nicht mehr. Den hätte man jetzt 2 Runden mehr einstellen sollen. Hätte ich geschafft. Die Kurve hier in der letzten Runde hat mir leider die Schuhe ausgezogen. Scheinkleister, das war natürlich nicht so schön. Aber gut, zweiter ist ja immerhin auch nicht so verkehrt. Eieiei. Oh, der wäre dritter, weil der Wagen wieder. Da kommt er an die Rauschkolier. Nee. So, leider nur auf den zweiten Platz geschafft. Schade. Ich hätte noch gekriegt. Aber ich muss sagen, das war jetzt ein echt spannendes Rennen. Also, das war nicht schlecht. Also, das war. Das hat Spaß gemacht. Das war gut. Ja. Und ich möchte auch nicht mit dem Neuversuch jetzt versauen. Das Rennen ist vorbei. Das war erstmal, wie gesagt, in Assetto Corsa meine kleine persönliche DTM-Karriere hier. Mit vielen Ausrastern und so weiter. Aber ich wollte das mit einem würdigen Abschluss feiern. Ja, zweiter. Aber immerhin hat es Jutta nicht hauen. So, die nächsten Videos, oder ich werde mir das ein Video packen, mal gucken. Ich denke mal, nö, werde ich extra machen. Das kann sein, dass das übernächste Video vielleicht ein bisschen kurz wird. Mal gucken. Aber jedenfalls bin ich froh, dass ich jetzt hier doch noch mich mit der DM wieder versöhnen konnte. Wie gesagt, der erste Astra, den ich da hatte, der ist runtergeflogen. Der Mod war scheiße, aber das hätte ich jetzt oft genug gesagt. Nochmal werde ich das nicht sagen. Die beiden anderen Astras aus dem letzten und diesem Video haben das Ganze wieder gut gemacht. Die waren schon deutlich stabiler auf der Straße. Wollten mal ab und zu mal ein bisschen mit dem Arsch tanzen, aber das konnte man wieder berichtigen. Von daher war das vollkommen okay. Die Rennen haben deutlich mehr Spaß gemacht. Ich musste mehr kämpfen. Hab's leider nicht auf den ersten geschafft in der letzten DTM-Sache hier bei mir, aber gut. Was soll's. Gut, dann wartet von mir erstmal an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich dann das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.